Hallo, ich bin Kati. Ich bin 29 Jahre alt und zurzeit in Elternzeit, Hausfrau, Mutter, habe einen kleinen Sohn. Er heißt Dominik, ist am 15.01.2015 geboren, ist somit 2 Jahre alt und geht seit Anfang Januar auch schon in den Kindergarten bis von morgens um 8 bis mittags um 12. Es gefällt ihm sehr gut. Dann habe ich natürlich einen Mann. Er heißt Jürgen, ist 32 Jahre alt. Dann habe ich eine kleine Tochter noch in meinem Bauch. Ich bin in der 34. Schwangerschaftswoche zurzeit. Und zu unserer Familie gehört noch ein Burma-Kater. Er heißt Archibald, ist auch 2 Jahre alt und sehr gesprächig. Manchmal hört sich das an wie ein Baby, das weint. Also wenn ihr das mal hören solltet, wundert euch nicht, wenn ich nicht reagiere. Es ist unser Kater, der möchte nur erzählen. Ja, ich möchte in meinen Videos ganz gerne erstmal Schwangerschaftsupdates machen und Familienvlogs. Wie ich da drauf gekommen bin, also ich habe halt in meinen Schwangerschaften, also in der ersten wie auch jetzt in der zweiten Schwangerschaft, sehr gerne Schwangerschaftsupdates geguckt. Ich finde das immer toll, wenn man so gucken kann, wie das bei anderen Frauen ist in den Wochen, wie die sich fühlen, wie es bei denen halt abläuft, wie die an Gewicht zunehmen oder diverse andere Sachen. Ich finde das immer ganz interessant. Somit habe ich halt auch eine YouTuberin, wo ich sehr gerne einmal geguckt habe, die halt auch schon 2 Kinder hat. Und somit konnte ich bei der ersten Schwangerschaft ihre ersten Updates gucken und jetzt bei der zweiten Schwangerschaft die zweiten Updates. Ich fand das wirklich, oder ich finde das wirklich super, Schwangerschaftsupdates zu schauen. Ob ich jetzt die kompletten von, also jetzt bin ich ja in der zweiten Schwangerschaft schon ziemlich weit, ob ich jetzt da von vorne nochmal anfange, das weiß ich noch nicht genau. Das muss ich mal schauen. Aber ich werde auf jeden Fall als erstes richtiges Video nach dem Vorstellungsvideo ein Schwangerschaftsvideo drehen und vergleiche die Schwangerschaften. Meine erste Schwangerschaft mit der zweiten, weil die sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich bei mir. Ich also sehr freuen, wenn ihr bei meinen Videos einschaltet und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!